Gude, heute ist wieder Samstag, wir haben frei, wir wollen auf T5-Tour, ich nehme euch mit und alles weitere nach dem Intro. So, ich hänge schon im ersten Baum, ich weiß gar nicht, ob man mich versteht, Bundesstraße ist direkt nebenan. Am Anfang hat es noch ein bisschen geregnet, jetzt haben wir aktuell trockene Bedingungen, mal gucken, ob es so bleibt. Sind fünf Bäume plus ein Bonus. Das eine davon ist eine Seilbahn, die schauen wir uns mal an. Vielleicht können wir es auch als zwei Seile einbauen. Müssen wir einfach mal schauen. Ich habe mich schon umgebaut ins ID, seile mich wieder ab, dann geht Reiko nochmal nach oben und dann geht es ab zum nächsten Baum. Wir sehen uns. Andere Seite. Achso, nicht schlecht. Ding ist kurios. Ich weiß es nicht, ob das an uns liegt, ob der Wald uns nicht mag, ob uns der liebe Gott nicht mag, wenn es ihn denn gibt. Aber auf jeden Fall regnet es schon wieder. Könnte ich schon wieder. Na? Aber was willst du machen? Jetzt sind wir nun mal hier. Jetzt müssen wir damit klarkommen. Na? Aktuell haben wir so ein bisschen auf Habanero gemacht. Da haben wir hier so ein Tarp aufgespannt. Ist zwar ein bisschen klein, aber es geht. Jetzt müssen wir mal gucken, wie lange es noch regnet. Ja. Sieh mal ein bisschen. Ja. Oh.
Auto kommt. Es regnet immer noch, oder es hat wieder angefangen, gerade als ich oben hing. Wir haben uns jetzt so eine kleine Seilbahn gebaut, aus zwei Seilen. So. Da oben hängt die Dose. Ein Seil hier, mit dem Rig gespannt. Noch mal gesichert. Ja, genau. Regnet immer noch. Ich glaube, das hört auch so schnell nicht wieder auf. So, mal gucken, ob wir weitermachen. Vier Bäume hätten wir jetzt noch. Müssen wir mal gucken. Irgendwie haben wir kein Glück. Ich weiß es nicht. Es fängt immer an zu regnen. Aber gut, was willst du machen? Ja. So, einen zweiten Baum eingebaut. Und wie gesagt, da oben hängt die Dose. War auf jeden Fall mal ein cooler Cache. War auch so die erste Seilbahn oder der erste Zweiseiler. Ne, Zweiseiler haben wir schon zwei gemacht. Aber Seilbahn haben wir noch keine gemacht gehabt. Ja. Ja, so ist das. Weiß ich nicht. Die ganze Woche gehst du arbeiten, da hast du schönes Wetter. Kaum willst du am Wochenende mal was machen. Hast das Scheißwetter. So. Aktuell haben wir eine Regenpause. Wir haben jetzt schon den dritten Baum gemacht. Ich habe keine Helmkamera mehr dabei, weil die nicht wasserdicht ist. Wenn was gefilmt wurde vom dritten Baum, dann seht ihr es hier vor. Ich weiß nicht, ob Reiko was gefilmt hat oder ob Jenny was gefilmt hat. Wir laufen jetzt zum vierten Baum. Laut Regenradar müsste es in einer Dreiviertelstunde, halbe Stunde wieder anfangen zu regnen. Wir lassen uns jetzt einfach überraschen. Die Klamotten, das Gear. Ist aktuell eh alles nass. Dafür haben wir dann den Sonntag zum Trocknen. Und die nächste Arbeitswoche hat es genug Zeit. Bevor wir dann vielleicht wieder, weiß nicht, Pfingsten kommt dann, glaube ich, Pfingstmontag. Vielleicht gehen wir da wieder on Tour. Bis dahin hat es Zeit zu trocknen. Ja. Was jetzt auch ganz interessant ist, wir haben zwei verschiedene Seile dabei. Wir haben einmal mein Geoclimbing-Seil dabei. Und von Reiko einmal das von BlackSafe. Er ist jetzt beide geklettert. Und der Unterschied mit der Dehnung, das ist einfach wie Tag und Nacht. Ja, die Dehnung nimmt so viel Energie vom Klettern weg. Das ist der Wahnsinn, hat er jetzt selber auch festgestellt. Also ich hätte auch nie gedacht, dass das so einen Unterschied macht. Was der Vorteil, finde ich, vom BlackSafe-Seil ist, du kannst dich richtig schön langsam in Schneckengeschwindigkeit abseilen. Das ist bei dem Geoclimbing-Seil, das geht auf jeden Fall nicht so langsam. Das rennt gleich durch die ID durch. Da brauchst du schon viel Fingerspitzengefühl. Aber das ist alles eine Gewohnheitssache. Wie gesagt, wir laufen jetzt mal zum vierten Baum. Mal gucken, was das Wetter so macht. Ich hoffe, dass der Regen jetzt mal vorbeizieht, dass wir jetzt so nass bleiben, wie wir sind. Wenn du im Baum unterwegs bist, wirst du eh noch immer mal nass. Gut. Die Buchen sind jetzt zwar alle arschglatt, müssen wir wieder aufpassen. Aber das wird schon werden. Das wird schon werden. Vorhin hatte ich ein bisschen schlechte Laune, wo das so angefangen hat zu regnen bei dem Zweiseiler bei der Seilbahn.
Aber mittlerweile ist mir das alles egal. So, die anderen haben, glaube ich, den anderen Paddling schon gefunden. Na, wir schauen mal. Bis jetzt läuft das Einschießen wirklich gut. Jeder Baum, ein Schuss, ein Treffer. Das macht sie wirklich gut. Na, das ist so ihre Aufgabe, hat sie sich so vorgenommen. Die Einschießkönigin. Finde ich auch ganz gut. Hat sie auch was zu tun, wenn sie dabei ist. Wenn wir ein bisschen Videos drehen, wenn wir ein bisschen Material für YouTube haben. Gucken. Oder im Vorstieg. Oder steht, steht das auch so im Listing mit den unterschiedlichen Paddling und dem Code fürs Schloss wahrscheinlich? Ja. 1, 2 oder 3. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Oder wenn das Schloss aufgeht in dem Fall. Und welche? Da ist nur eine große. Da, wo der Paddling hier ist, der rechte. Und da ein, zwei da oben. Mit diesen zwei kleinen praktisch, wo dann links oben nochmal eine kleine Gabel kommt. Genau. Und in die untere. Ja, dann hau mal rein. Und ich wette mit dir, der Code ist in dem äußersten Paddling. Nee, oder es ist verteilt. Nein, jeder hat einen eigenen Code. So. Haben jetzt insgesamt 5 Bäume geklettert. Hat auch zum Glück nicht mehr geregnet, so wie es angesagt war. Na gut, einmal nass werden reicht ja auch für einen Tag. Jetzt gehen wir noch zum Bonus von den 5 Stück. Laut Listening kein Klettercache, aber T5. Wir lassen uns mal überraschen. Ich glaube, wir laufen ja gerade mit Gerödel hin. Ist, glaube ich, eh nicht weit. Glaube ich, am Parkplatz sind es, glaube ich, 150 Meter oder so. Mal gucken. Ja, dann haben wir die 6 Caches abgefrühstückt heute. Dann fahren wir wieder gemütlich nach Hause. Das ist auch circa eine Stunde Fahrt nochmal. Und dann soll es das, glaube ich, für den heutigen Samstag gewesen sein. Mal gucken, ob wir morgen noch was machen. Ich glaube es eher nicht. Wie gesagt, nächste Woche ist ja auch schon wieder Pfingsten. Da haben wir den Sonntag und Montag noch, wo wir was machen können. Mal gucken. Also über einen geschlossenen Kletterpark bin ich auch noch nicht gelaufen. Ich meine, wir hätten ja alles dabei, um alles zu machen, ne? Was? Da ist ein Bagger. Bagger. Ah, das ist ein Bagger. Hier gibt es auch noch einen T5. Den nehmen wir jetzt noch schnell mit. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich hoffe, es bleibt trocken, aber es sieht ganz gut aus. So, Baum und Paddling haben wir gefunden. Wir haben jetzt auch schon eingeschossen. Wir haben jetzt bestimmt 10, 15 Mal geschossen. Da muss oben so viel Moos in der Astgabel liegen, dass die Pilotschnur mit dem Wurfbeutel nicht mehr runtergekommen ist. Wir haben 350 Gramm, 400 Gramm Wurfbeutel gehabt. Da ist halt einfach nichts passiert. Ich gehe jetzt nochmal schnell ins Auto, hole die Helmkamera und dann nehme ich euch mit hoch. Ja. Das stelle ich mir aber bestimmt schon cool vor, wenn hier der Kletterpark in vollem Betrieb ist und du da mit der Big Shot deine Wurfleine hochballerst. Ich meine, der Cache hängt bestimmt auf 25 Metern. Dieser kleine rote Paddling. Da hast du bestimmt mehr Zuschauer als bei YouTube. Ist aber echt schön gemacht, der Kletterpark hier. Das ist ja irgendwo in der Nähe von Kaiserslautern. Wenn ich zu Hause dran denke, dann verlinke ich ihn euch unten in der Videobeschreibung mit, falls jemanden interessiert.
Ein selber Bruch nach dem Ding. Ja. Ein Spruch. Ne? Ha? Waren die jetzt Temperatur nicht drin? Mhm. Das ist ein Teil aufhalten, ne? Mhm. Den sollst du gleich ausbauen, wenn du unten angekommen bist. Mhm. Jetzt hast du so eine Brandstelle drin. Fuß um. Ich frage ja nicht, dass ich oben bin und dann auch. Ich bin schon mal unter einer Brücke und dann war der Becken leer. Ja? Oder bist du am nächsten Baum und dann fragt jemand, warum hat er denn noch nicht ein Das ist von 2019 oder so. Das war ich jetzt noch. Und deshalb muss ich immer mal das falsche Loch durch anziehen, ich habe noch zwei Löcher da drin. Hi. Eine kleinere Schritte heute.
Ja. Was bleibt abschließend zu sagen für den heutigen Tag? Der Regen war beschissen, nass gewesen, alles klitschnass. Aktuell sind wir fast wieder trocken. Aber auch bei schlechtem Wetter, wie sagt der Doktor immer so schön, sitzt nicht zu Hause rum, geht raus und macht was. Wir sehen uns beim nächsten anstrengenden Projekt. Bis dann.